Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 1. Wo wir uns beim letzten Mal tierisch vor, ich glaube, das sollte eine Mumie darstellen, erschrocken haben und so ziemlich auch deswegen, ja, draufgegangen sind in dem einen Abschnitt noch. Und ja, jetzt geht's weiter. Ich versuche hier gerade wie so ein Fröschlein einfach Stück für Stück und hoffe, dass das nicht verkehrt ist, wo wir lang gehen. Ja, wir haben beim letzten Mal noch einen Schlüssel aufgesammelt am Ende des Parts und machen uns jetzt auf den Weg zum, denke ich mal, nächsten Abschnitt von diesem Bereich hier. Ich kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall steht eins fest: Das Level protzt nur so vor Hebeln und Schaltern. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir ziemlich wahrscheinlich angedingst. Also hier sehe ich nichts, was passieren hätte können. Lara? Danke. Die konnte sich gerade nicht mehr bewegen. Wahrscheinlich, weil ich gerade irgendwas, ja, mich gestackt habe. So, ist da noch irgendwas? Oder warum sollte man da keine so Weise drauf springen? Nö, da ist nichts. So. Gut. Hier ist auch nicht wirklich was passiert. Auf die Gefahren, dass ich gleich falsch laufe oder eventuell falsch laufe, speichere ich noch einmal ab. Und wir sehen da mal, was hier randomerweise unten auf uns wartet. Achso, das ist ja nur der Abschnitt. Stimmt ja. Okay. Grandios. Können wir jetzt hier irgendwo hin? Ganz ehrlich gesagt, irgendwie nicht, ne? Toll, das hat uns nichts gebracht. Deswegen speichere ich ja immer in solchen Momenten. Weil so spare ich euch auch den Frust übers, ja, irgendwo hinrennen, wo ich nicht hinrennen hätte brauchen. Okay. Was? Hallo, mein Name ist Larus. Ich falle gerne durch Luken, die zu sind. Und schon wieder bin ich durch eine Luke, die zu ist gefallen. Moment. Oder soll ich da links? Und wenn ja, dann sollte ich vielleicht mal darauf achten, dass ich da nicht immer so ungebremst durchfalle. Also ganz ehrlich, für mich sehen die ziemlich zu aus. Aber gut, fürs Spiel ist anscheinend zu eine relative Bedeutung. Okay. Genau. So, wir gucken uns noch mal kurz um. Ach, das ist doch hier, sag mal schnell. Kann ich genau, oder man kann ich jetzt hier hoch? Genau.
Ach so, jetzt verstehe ich das. Alles klar. Trotzdem ist das ziemlich zu, also rein optisch. Gut. Okay. Hallo, kann das jetzt endlich? So. Wir schließen auf, ab, ein oder aus. Ich sag mal so, das könnte grandioserweise sein, dass das. Das sieht mir nach Boss Area aus. Ich sollte Waffe wechseln wieder. Ach so, und auch aus Gefahrengründen der Boss Area-Artigkeit speichere ich noch einmal. Okay, was? Was zum Teufel? Warte mal, das war jetzt echt der Endbereich davon? Schon wieder mal habe ich etwas übersehen, aber. Oder von Secrets, aber ist ja egal. Was zum Teufel? Gut, dann haben wir das geschafft. Ah, okay, man hat einfach das Level nochmal nachgebaut oder halt den Abschnitt kopiert und eingefügt. Und dann den Rest des Levels angebaut. Aber gut. Ja, ist es ja nicht verkehrt, dass ich die Waffen schon gezückt hatte im vorigen Abschnitt. Wobei doch. Ich muss hier klettern anscheinend. Oder? Gut. So, ziemlich genau hier frage ich mich allerdings mal, wie das Level heißt. Video auf. Kahamun ist jetzt zu Ende und wir sind jetzt in Obelisk of Kahamun. Achso, wir sind jetzt quasi nur einen Abschnitt weiter. Okay, dann sind es jetzt nur noch vier Level vor uns. Mit dem hier zusammen natürlich, ne? Und irgendwas sagt mir, dass die Level jetzt noch aufwendiger sind, also noch gemeiner sind, als die vorigen Level schon. Okay, hier brauchen wir definitiv einen Schlüssel und hier ist auch irgendeine Art Rätsel. Kommt natürlich sehr gut. Okay. Ah, okay, wir können das ziehen. Ob ich das aber auch will, ist immer die andere Frage. Jetzt ziehe ich mal hier drauf, weil ihr kennt ja das Spiel schon manchmal. Können da Gefahren rauskommen? Da ist jetzt zum Beispiel nichts rausgekommen. So, da ist jetzt aber auch nichts rausgekommen, ne? Nö. Vielleicht ist auch total dumm, aber ich ziehe jetzt einfach mal alle ein Stück vor, ne? Da ist jetzt nun auch nichts rausgekommen. Okay. Oder sieht mir das jetzt hier wieder nach einem verdammt schwierigen Rätsel aus? Ich traue halt dem Level nichts mehr, also dem Spiel bei den Leveln nichts mehr zu, dass das jetzt irgendwie mal harmlos vonstatten geht. Aber gut, ich fange mal im ersten, was ich geöffnet habe, an. Und wandere dann in so einen, ja, Halbkreis, wollte ich fast sagen, weiter. Okay. Hier ist wieder dieses komische ägyptische Symbolik. So wie auch hier auf den ganzen Wänden auch allgemein. Die ganzen Hieroglyphen und Co. herumstehen. Sag mal so, ne? So ist das hier ja auch. Okay.
Okay. Wir machen mal halt Stopp wieder und klettern hier raus. Weil das habe ich gesehen. Wo ist diese wandelnde Handtasche? Ah, da. Na also. Okay, hier unten an sich ist nichts. Wobei. Woher bin ich gekommen? Doch, ich bin hier aus durch dem Wasser. Ah, warte mal. Da ist Heilung. Okay, also somit ist das, dass da unten nichts ist, wieder aus der Welt geschafft. So. Das heißt allerdings auch immer noch nicht, dass wir hier alles gefunden haben. Also wir sind noch nicht wirklich schlauer aus dem Level geworden. Was aber faszinierend ist, mehr oder minder, die Tatsache, dass hier offensichtlich eine Tür sein muss. Ja, okay, aber trotzdem die Frage, wie geht's weiter? Gut, wenn ein Rätsel zu schwer ist, wie war das noch? Genau, geht man einfach zum nächsten erstmal über und kommt zu einem späteren Zeitpunkt erneut hierher. Man kennt ihn ja, ne? Alles auf jeden Fall schon mal ein Raum, der mir jetzt schon Kopfzerbrechen bereitet, ohne so ziemlich viel gemacht zu haben. Ja, super. 10, 9. Oh, dann tendiert es dazu. Oh, und dann können wir auch direkt Hüpfi-Hüpfe machen. Hallo. Hallo, rüste doch mal Waffen aus. Waffen aus. Habe ich gesagt, dass es einfach wird? Nein, habe ich nicht. Okay. So. Ziemlich praktisch natürlich, dass wir jetzt nochmal dahin müssen überall, weil halt blöd sind. Okay, egal. Das Schöne ist ja, wir wissen ja schon mal, wo einige der Sachen sind und müssen uns nicht total abstressen. So, die Handtasche erledige ich auch direkt. Gut, und jetzt ziemlich flott hier wieder her. Und schön mal schauen, dass wir wieder speichern vorher. So. Wir wechseln übrigens nochmal die Kniften, weil
Da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Wumms hinter. Aha, hätte doch funktionieren müssen, tatsächlich. Okay. Da sieht man mal, was passiert, wenn man grandioserweise die ganze Zeit angegriffen wird. Man kann solche Sachen nicht hochklettern. So. Bevor wir aber hier rausgehen, gucke ich mich nochmal ums Verbiegen genau um. Okay. Hier ist nichts. Ah, aber hier kann man nicht hoch. Ich verstehe. Das wäre, glaube ich, die eigentliche Fluchtmöglichkeit gewesen, die man optional hat. Verstehe, verstehe, verstehe. Finde ich gut. Finde ich prima. Darf so bleiben. Wenn ihr seht, was da wieder für ein Sprung auf mich wartet. Are you fucking serious? Da hat's geklappt und dann verhaue ich die Landung, weil ich nicht mehr loslassen kann. So. Weil ich wette doch, dass hier noch irgendwo. Aha, ich bin gut, ich bin sehr gut sogar. Okay, Träumchen. Kann man gucken, wie viel ich jetzt habe. 1100, gut. Schrot haben wir 30. Ja, ich kann erstmal bei den Magnums bleiben oder so. Aber gut, wir speichern nochmal. So ziemlich das Aufwendigste überhaupt ist ja hier erst wieder. Weil, ja, natürlich kommt hier einer raus. Ja, natürlich. Er kann durch Zäune, ne? Ja, okay. Okay. Wenn man das viel folgt. Hallo. So. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schlau waren oder ob wir. Ja, wir waren eigentlich schlau. Zur Hölle mit dem, ey. Was war das denn?
Ja, okay, da ist nichts rausgekommen, dann ist da auch nichts, bla bla bla, ne? Ja. Da merke ich mal wieder, wie sehr ich mich auf mein eigenes Wort oder an meinen eigenen Worten orientieren darf, kann, soll, tu, bla. Hier ist auch wieder nichts. Natürlich ist noch ein zweiter. Leute, das ist nicht fair. Wie habe ich das eben noch gesagt? Da ist ja nichts drinne. Ja. An die Füße gefasst, ne? So. Trotzdem speichere ich jetzt noch einmal. Unfassbar, ey. Notfalls kann ich mich auch noch mal heilen. Trotzdem, dass die einfach hier übrigens durch die Zäune durchklitschen können, finde ich salopp gesagt etwas gemein. Ich kann ja auch nicht einfach hier so, boah, hier ist verwandt, aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn ich mich mal hier so durchklitschen dürfte. Ne? Hier, seht ihr, das geht nicht. Gut, jetzt habe ich zwar das alles gemacht und verstanden, aber es bringt mich immer noch nicht weiter, ne? Oh, so ziemlich dämlich bin ich aber auch, ne? Ich habe doch gerade grandioserweise, glaube ich, was eingesammelt, oder? Ich speichere noch einmal. Falls ich mich täusche. Und das tue ich ja das häufiger und gerne mal. Ja, ich täusche mich, wie gesagt, das häufiger mal. So, grandios, jetzt haben wir zwar das und das und das und das, aber das Einzige, was ich noch nicht habe, ist das. Den Schlüssel. Ziemlich das Unpraktischste überhaupt, wenn man das so sagen tut. Ich habe alles bis auf das Schlüsselelement. Kann man ja so gesagt auch schon sagen wieder. Ja, aber jetzt Spaß beiseite. Wo soll das denn überhaupt sein, grandioserweise? Ich kann hier herumschwimmen, wie ich lustig bin zum Beispiel. Ach, du willst mich doch veralbern. Dann hätte ich den ganze Zeit schon. Gut Deutsch. Dann hätte ich den ganze Zeit schon haben können. Und wieder mal etwas, was mich ärgert. Und wisst ihr, was der beste Witz ist? Wahrscheinlich kommt jetzt noch irgendwas, was mir wieder komplett ein um die Ommel haut. Weil es wieder sonst zu einfach wäre. Man kennt ihn, ne? Okay. Komm. Jetzt bin ich irgendwas, was mir jetzt auf die Ommel haut. Das muss nicht sein. Na. Was? Was will ich? Dachte, das ist für die Tür, die da in den Raum gerade drinne ist hier, ne? Nein, das ist einfach für die Tür da oben. Ganz ehrlich, und bevor ich jetzt irgendwie mich auf ein ungefasstes gefasst machen will. Na gut, wir gucken mal. Schaut mir nicht nach Gefahr aus. Gut, dann ziehe ich mal einen nach hinten. Und ja, ich nehme natürlich den, der am längsten dauert, warum auch immer. Gut.
Okay, das hätte auch einfacher gehen können. Gut, Leute, wisst ihr, was ich jetzt gerade wieder sehe, dadurch, dass ich mich so oft wieder failen ließ, oder was heißt, ich mich failen ließ? Ja. Ich darf jetzt echt nochmal gleich einen weiteren Part anfangen, theoretisch gesehen. Super. Na gut, aber das arbeitet sich ja von selbst, ne? So gesehen. Das ist eigentlich ganz praktisch, so gesehen sogar schon. Okay. Nein. Könntest du bitte, Lara, bitte. So. Wir speichern ein letztes Mal hier. Ich gucke noch kurz um die Ecke. Da ist nichts. Gut, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und dann geht es auch weiter. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao, tschüss.